Ja, hallo Freunde des Pilzfilmes. Ich bin's wieder, euer Charlie. Ich will heute noch einmal in den Damloser Wald. Hinter mir die Ortschaft da, das ist Seebend. Ja, und hier ist der Wald. Und da touren wir jetzt rein. Und da wollen wir noch mal gucken, ob wir Pilze finden. Ja, hier in einem alten Baumstoken finde ich echte Stockschwämmchen. Die habe ich schon mal gezeigt, wie die aussehen. Geschuppter Stiel und braunen Stielansatz und leicht herunterlaufende Lamellen. Ja, die Artenvielfalt hier im Damloser Wald, die beschert uns hier auch einen Parasol. Wandert hier zu den Stockschwämmchen in den Eimer rein. Ja, hier stehen schon bombige Steinpilze. Da auch. Ja, hier wachsen auch Pilze. Und da sind sie wieder, die grünblättrigen Schwefelköpfe. Ja, hier wachsen auch Pilze. Gucken, was das ist. Aniszählinge. Das sind Aniszählinge. Den kann man komplett, so wie er ist, mitnehmen. Leckerer Pilz. Leckere Aniszählinge. Und die riechen. Oh, mitnehmen. Ja, und hier geht das weiter. Hier sind noch mehr Aniszählinge. Ein einsamer Knolli. Das ist ein Knollenblätterpilz. Ich kann nicht verstehen, warum man diesen Pilz mit Champignons verwechseln kann. Ich weiß es nicht. Normalerweise nicht möglich. Die dicke Knolle, weiße Lamellen anstatt rosane und dieser komische Hut, der, auch wenn die abgewaschen sind, diese komischen Schuppen, glatt ist. Die gibt es hier, Perlpilze. Wandert in Körbchen. Ja, wunderbare Goldröhrlinge. Und ihr werdet euch wundern, dass das hier ein Buchenbestand ist, wo die Goldröhrlinge wachsen. Aber als Mykorrhizapilz braucht er die Lärche. Und da steht sie. Die Lärche. Da freut sich auch der kleine Axel. Guck mal da, was da steht. Die hole ich mir jetzt. Hier, siehst du die? So, warum lässt du denn die vielen stehen und nimmst du diese beiden? Weil das die schönen sind hier. Ja. Ja. Hier an einem Stoken wächst jede Menge Hallimarsch. Den lassen wir natürlich auch nicht stehen, den nehmen wir mit. Ja, da ist er schön am Schneiden. Cool. Ja, die gute. Goldröhrlinge. Goldröhrlinge, Goldröhrlinge. Ja. Steinpilz ist mein Pilz. Amanita muscaria wächst hier in rauen Mengen. Wenn man hier hinter mal geht, also wie gemalt, hier könnte sich jeder Junkie sich richtig die Birne voll dröhnen. Ja, und wenn ihr euch fragt, wo Trüffelhund ist, also in diesem Urwald und in den ganzen Brombeeren, habe ich mir entschlossen, diesmal einen Rucksack mitzunehmen. Und Trüffelhund ist da. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Aber dieser erotische Pilz ist eine Stinkmorche. Oh, ein Marönchen. Okay, Mensch, ich war schon am Verzweifeln. Ich habe hier überall Birken gesucht, aber hier habe ich jetzt endlich Birkenpilze gefunden. Ja, hier stehen noch ein paar Steinpilze. Einpacken! Ja, Axel hält das hier für Steinpilze.
aber das sind eindeutig Rotkappen. Ich nehme mal einen raus. Nochmal. Das kann man hier unten an den Stiel sehen. Das sind Raufüße. Das ist kein Steinpilz, das ist eine Rotkappe. Gut, du hast gewonnen. Du hast gewonnen, eindeutig. Da, hier haben wir Steinpilze, sagenhaft. Und hier hinten, da und da und da. So, weg hier. Guck dir mal die Steinpilze an, die sind doch wie gemalt. Und wenn ich jetzt hier rüber gehe, guck mal hier und da. Hier, guck und mal, da, was da, da. Ein schönes Bild, diese Schwefelköpfchen an diesen alten Baumstumpen. Ja, guck mal, jetzt haben wir hier schon einen Eimer voll. Und da ist der andere schon halb voll. Da geht ja jetzt richtig was zu sagen. Magst du, so eine kleine Faustregel ist, lass alle gelbe Pilze stehen und lass alle weißen Pilze stehen. Dann bist du schon so ziemlich auf der sicheren Seite. Für den Rest gibt es mich. Ja. Ja, hier steht auch wieder alles voll Birkenpilze. Und wenn man sich das hier anguckt, das ist die wahre Pracht. Er muss. Ja, ja, ich habe nur einmal voll, ich kann nicht mehr ernten. Da passt nichts mehr rein. Nee, das war ich. Ja, ist schon schön, so Birkenpilze zu finden, so in solchen Rudeln. Ja, das ist ein schöner Steinpilz. Und ich guck schon, wo der nächste steht. Der nächste ist nicht weit, aber ich ernte den erstmal. Ja, oh, guck mal, wie schön. Yes! Ja, ja, da lohnt sich, da macht das Sammeln Spaß. Ja, können wir machen. So, jetzt sind wir hier auf dem Holzweg. Und Trüffel darf auch ein bisschen laufen. Komm her! Ja, komm mal her! So. So, komm, jetzt hier wieder rein, komm. Hier rein, komm, Hund. Ja, hier sind wieder Champignons, Anis-Champignons. Guck mal hier, was für schöne Dinger. Ja, hier gibt es doch schöne Rotkappen. Da unten auch. Ja, da hinten. Ah, da wächst auch noch eine schöne Rotkappe. Hier haben wir noch einen Goldröhrling. Nimmst du den mal in einen Eimer? Aber sicher ja das. Rotkappen sind gute Pilze. So. Und hier kann ich noch mehr, wenn ich hier dann kann weiter kratzen. Ja, sicher. Der Wald steht voller Pilze. Hier. Die sind gesund hier, natürlich. Die, aber die nicht da. Gelbe Pilze bitte nicht sammeln, das sind Schwefelköpfe. Und wenn die grünblättrig sind, sind die nicht gut. Ja, einfach nur ein schöner Wald hier. Da muss man angreifen, hier. Ja. Das ist der sichere Weg, um sich an Leberegeln und Fuchsbandwürmern zu infizieren. Nachtnetz. Er hat die Leber sowieso kaputt. Richtig. Noch lebig. Ja, Trüffelhund, der war heute im Rucksack, weil die Brombeeren, das war wohl nichts. Ja, was haben wir gefunden? Ja, zwei dicke Eimer voll mit Pilzen. Hier aus dem Damloser Forst in Ostholstein. Ja, da werden wir uns jetzt gleich dran begeben, um die sauber zu machen. Und das soll nicht der letzte Film gewesen sein, wohl Axel? Wir werden noch ein paar sammeln morgen. Richtig. Aber ob wir noch einen Film machen, weiß ich nicht. Aber das ist ja immer dasselbe. Ne? Ja, dann wünsche ich viel Vergnügen mit den Filmen. Dann sage ich noch Trüff, Trüff, tschüss und bis zum nächsten Mal.